Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Es ist schon etwas später und ich habe jetzt erst die Kamera eingeschaltet. Ich verspüre akute Unlust. Ich habe heute frei und habe ja Haushalt gemacht, aber auch nicht das, was ich alles vorhatte. Und jetzt war ich gerade mit Smurfy spazieren, eine medium große Runde. Und die Sonne scheint so schön draußen. Und dann habe ich mich einfach in den Sonnenstuhl gelegt und habe ein bisschen, keine Ahnung, die Augen zugemacht. Ich habe nicht geschlafen und nicht gedöst. Ich habe einfach die Augen zugemacht und das so. Das war so richtig schön. Einfach liegen und nichts tun. Ja, da hätte ich jetzt noch liegen bleiben können. Ewigkeiten. Aber. Entschuldigung, ich komme nicht raus aus der Müdigkeit. Bernd kommt gleich von der Arbeit und wir müssen für den Etty Croquetti einkaufen. Wir haben ja jetzt unsere große Gefriertruhe bekommen und ja, da wollen wir gleich einen Großeinkauf machen für im BAF-Shop halt. Für, ich glaube jetzt noch mal für 2 Wochen. Weil der wird da dann 2 Jahre, ein Jahr alt, der Smurfy, und dann ändert sich, glaube ich, der Essensplan oder so. Da müssen wir gleich nochmal uns informieren, wie das läuft. Wenn er sich ändert, dann holen wir erstmal nur für 2 Wochen und fahren dann nochmal. Und dann können wir immer nur alle 2 Monate in den BAF-Shop fahren. Das ist voll die Zeitersparnis im Gegensatz zu alle 2 Wochen. Wir sind immer dann freitags gefahren. Und da, ja, das ist dann halt der freie Nachmittag von Bernd. Und so war jede zweite Woche dieser Nachmittag vergeudet, in Anführungsstrichen, um Essen zu kaufen und zu portionieren. Und so machen wir das jetzt alle 2 Monate, also 6-mal im Jahr. Ist auch viel einfacher, wenn das Baby dann da ist, wenn man so selten dahin muss. Ja, und zur Not könnte man es ja dann auch online bestellen. Aber wir wollen halt so support your local und so. Haben wir bis jetzt immer hier vor Ort gekauft. Ja. Und jetzt, er ist auch, also. Murphy ist mitschwanger, glaube ich. Er ist auch total träge. Er macht auch viel Mist, keine Frage. Das bekommt ihr auch immer mit in den Videos, ne? Wenn er so. Murphy, hör auf und so. Dann geht die Kamera immer, wenn der Mist macht. Früher habe ich das alles rausgeschnitten, aber mittlerweile dachte ich, das ist bestimmt ganz lustig, wenn man das immer so sieht, was hier so los ist. Gehört halt dazu, ne? Ist halt unser Hund und ja, er darf auch in den Videos nicht fehlen. Ja, ich habe überhaupt keine Lust, mich fertig zu machen. Ich müsste mir die Haare waschen, mir ein bisschen Farbe ins Gesicht schmeißen. Ich denke mir so, wofür? Keine Lust. Ich habe auch überlegt, ob ich heute mal nicht vloggen soll, weil, weiß ich auch nicht, irgendwie habe ich so manchmal das Gefühl, ja, warum überhaupt? Also, wen sollte das denn interessieren, so dieser Alltag einfach, ne, was wir einfach so machen? Und ja, dann gucke ich aber, dass sich fast 1000 Menschen jeden Tag unsere Videos angucken. Und dann denke ich, ja, für euch mache ich das. Und deswegen, also für mich, mir macht es halt auch Spaß, das auf jeden Fall. Aber halt auch, es gucken sich auch Menschen gerne an. Und deswegen, ja, mache ich weiter, auch wenn ich müde bin und eigentlich schlafen möchte. Egal. Ich jammer, dabei genieße ich das total, schwanger zu sein. Ich präsentiere meinen Bauch. 7. Woche, immer noch. Ich weiß, ich habe gestern in dem Video, oh, das ist peinlich, aber das ist Real Life. Ich habe gestern in dem Video, ja, geschrieben, so man sieht es schon. Und habe dann so nachgedacht, ja, eigentlich, also man kann, ist ja noch nicht das Baby, das ist ja jetzt, keine Ahnung, 1 Zentimeter groß oder so, ne? Ist mir schon klar. Das, keine Ahnung, ich habe Sachen gelesen, wie dass die Verdauung lahmgelegt wird, dass deswegen der Bauch dicker erscheint oder so, Blähbauch, keine Ahnung, was auch immer es ist. Jedenfalls ist er dicker, mein Bauch, als wenn ich nicht schwanger bin. Also ist ja egal, es hängt ja mit der Schwangerschaft zusammen. Und ich genieße das einfach. Das Video ist noch nicht online von meinem Babybauch.
Ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ob ihr mich auslacht. Aber wenn ja, wenn ihr mich auslacht und sagt, Michael, das kann nicht sein. Ist nicht schlimm. Ich genieße das. Ich habe so lange darauf gewartet, endlich nicht mehr den Bauch einziehen zu müssen. Naja, darf ich das jetzt auch genießen? Ja, und jetzt raffe ich mich, glaube ich, auf und mache mich fertig. Ich habe mich jetzt schon mal fertig gemacht. Haare gewaschen. Die sind noch klitschnass. Ich habe die einfach zum Zopf zusammengebunden. So nass wie sie sind, ist egal. Und putze jetzt meine Brille. Die mit der Tönung, damit die Sonne, also Sonnenbrillenfunktion, mir Schatten an Augen spendet. Und dann habe ich hier schon Gemüse, Obst gemacht, Wassermelone und Pfirsiche, weil das ja immer noch mein Favorite Food ist. So, das kann ich gut essen, so gesunde Sachen. Ich hatte mir auch hier gerade ein paar Nudeln gemacht. Die sind einfach mit Knoblauch, Dill, Tiefkühldill, Rucola und Tomate und ein bisschen Olivenöl. Einfach so was Einfaches, aber halt mit viel Gemüse und Obst. Das mag ich gerne. Und für die absolute Übelkeit, wenn gar nichts mehr geht, nehme ich die mit. Und die Fisherman's Friend Salmiak. Anis geht auch super. Habe ich aber nicht mehr. Hat der Bernd im Internet bestellt, weil die gibt es auch nicht mehr so zu kaufen irgendwie. Selten nur. Und weil die immer so trocken, so Feuchtigkeit ziehen, wenn die hier drin sind, mache ich die jetzt mit hier rein und hoffe, dass sie da drin keine Feuchtigkeit ziehen. Und dann ist das meine Überlebensrappeldose gegen die Übelkeit. Und wir müssen unbedingt einkaufen. Ich brauche neues Grünzeug fürs Baby. Jetzt geht's eigentlich, ne? Manchmal geht's. Gut. Bernd kommt jetzt auch gleich in 20 Minuten und ja, wir fahren erst zu Bernds Eltern in den Garten. Da muss ich noch die Erdbeeren mitnehmen für die. Die hatte ich nämlich bei uns hier die Baby-Erdbeeren geerntet und habe die dann für die eingepflanzt. Dann kann ich die schon mal mitnehmen. Und was wollte ich noch mitnehmen? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Wir sind wieder zu Hause von unserem Ausflug. Wir haben alles erledigt, alle besucht, alles erledigt. Ich habe die Kamera hier gelassen. Einfach so. Und schaut mal, ich habe was bekommen. Umstandsklamotten. Mein Bauch wird schon bewundert. Ich wurde schon gefragt, ob ich Zwillinge bekomme, weil er schon so groß ist. Ja, und ja, ein paar Stilltops habe ich bekommen. Und zwei weiße. Das muss ich jetzt halt alles anprobieren. Und hier so Schwangerschafts, Oberteile. So eins. So eins. Und eins so für schicker. Und eins mit Herzchen. Und eine Jeansbluse. Ich glaube, das wird mir nicht passen. Das ist nämlich alles Größe, so 36 und so. Die Hose, die sieht voll eng aus. 34 ist das. Größe 34. Die ich jetzt anhabe, die Schwangerschaftshose, ist Größe 40. Und diese Schwangerschaftshose ist Größe 36. Ich probiere das jetzt an und gucke, wie weit ich Leberwurst bin. Also die Jeans, die 36er, da passe ich rein, aber das sieht halt echt so leberwurstmäßig aus. Deswegen habe ich die 34er gar nicht erst anprobiert. Und diese Jeans-Bluse, die ist echt wunderschön. Die ist auch super schön geschnitten. Aber da ist jetzt schon, dass mir das hier so an der Schulter ein bisschen zu eng ist. Und das passt jetzt alles, aber ich glaube, in 3, 4 Wochen passe ich da nicht mehr rein. Schaut mal.
Ich habe jetzt nämlich mal ein richtiges Schwangerschaftstop an. Und jetzt achtet. Guckt euch das mal an. Hier sind ja jetzt so die Nähte. Ja, die Leggings passt übrigens. Die ist gut. So eine Dreiviertel Leggings. Aber der Bauch ist echt, ich bin selber erstaunt. Ja. Ist dann halt so, ne? Ja, ich freue mich. Aber das sieht doch ganz niedlich aus hier mit diesen Dingern. Und so, das kann ich dann noch anziehen. Und ich glaube, auch das wird eng bald. Naja. Achso, ich mache mal eben Kamera aus. Ja, ich werde die Leggings und zwei Oberteile davon benutzen können. Und den Rest gebe ich zurück, weil das echt zu eng ist. Auch die Still-Tops, das ist Größe S. Und das ist jetzt schon eng. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn ich stille, dann bin ich wie eine Milchkuh. Und dann brauche ich ganz große Sachen, weil die so groß werden. Und dann werde ich mit S nicht weiterkommen. So, dann geht das zurück. Ja, meine Lieben. Das ist Murphy. Ich werde mich jetzt eben abschminken. Es ist wieder ein Lava-Vlog geworden heute. Ich gebe mir Mühe, morgen euch richtig mit durch den Tag zu nehmen. Ich will aber auch nicht die ganze Zeit jammern oder so. Also wenn ich halt die Kamera halte, will ich nicht immer so oh, oder so machen, weil manchmal ist mir so übel, dass ich dann wirklich so mich konzentrieren muss zu atmen oder mich nicht zu übergeben. Und ja, das ist halt, glaube ich, auch voll eklig, dann dazu zu gucken. Deswegen filme ich dann nicht. Dann gibt es halt solche Lava-Vlogs zur Zeit. Ja. Also was heißt zur Zeit? Ist jetzt der zweite. Aber so ist das halt. Müssen wir alle durch. Wir schaffen das. So. Calvino und Bernd gucken übrigens Fußball im Wohnzimmer mit Smurfy. Bayern-Dortmund. Oder Dortmund-Bayern. Ich gucke absolut keinen Fußball. Mir ist es völlig egal, wer da verliert oder gewinnt. Deswegen rede ich mit euch so lange. So. So geht's doch wieder, ne? Guck, jetzt sind die Augenbrauen auch wieder weg. Ich habe schon mal überlegt, Microblading zu machen. Aber ich hätte voll Angst, dass das schief geht. Deswegen male ich die lieber jeden Tag drauf. Wenn ich sie nicht male, dann male ich sie halt nicht. So. Bernd muss schimpfen mit Smurfy. Gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von dem Vlog und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder, ja? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.